du weißt ja, ich bin Flacherdler und Okay. diese Q-Bewegung und Q selber sagt, die Erde ist eben, die haben ihn ja gefragt, die haben ja mal gefragt, ob die Erde flach ist und er hat gesagt, nein, oder dieses Ding oder was auch immer Q ist. Und daher kann ich nur misstrauen, weil die Erde ist auf gar keinen Fall ein Globus und alles, was da sozusagen drumherum erzählt wird, ist alles Theater und Humbug. Okay, eine weitere spannende These. Also ich habe mich mit dieser flachen Erde-Geschichte halt auch natürlich logischerweise beschäftigt. Das kam ja dann auch mal vor ein paar Jahren dann auf. Was mich immer so ein bisschen daran auch gestört hat, ist ein bisschen auch dieses Fatalistische, ja, von den flacher Erde-Verfechtern. Also dass dann alle, die das nicht begreifen oder sehen wollten, waren dann wieder Gatekeeper und Aber Verschwörungstheoretiker. das kannst du doch auch bei anderen, das kannst du ja bei allem sagen. Das ist ja jetzt kein Argument. Das würde man ja über dich und über mich in anderen Gebieten genauso sagen, dass man mit uns nicht diskutieren kann. Ja, vielleicht, aber es kommt ja auch auf die Art und Weise an. Also du, denke ich mal, führst ja, selbst wenn man unterschiedlicher Meinung ist, man kann ja eine sachliche Diskussion darüber führen, Ja, aber logisch. es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, hier, der ist ein Idiot und ein Arsch oder weiß ich was Nein. auf diesem Niveau, ne? Aber wie gesagt, ich habe da bis jetzt leider, wie gesagt, ich bin dem Ganzen offen gegenüber immer noch, ja, aber ich habe bis jetzt noch keine schlagenden Argumente gehört, weil ich immer wieder ein Gegenargument dazu gefunden habe, dass das so und so, das so und so sein kann. Und dazu mag natürlich auch eine Psy-Op in dem Sinne sein, dass man, wenn man gute Argumente dafür gefunden hat, dann natürlich auch dann wieder eine Zerstreuung da reingebracht wird, dass das vielleicht entkräftet wird, ja, dass man dem nicht Glauben schenkt. Ja, aber bis jetzt habe ich, also wie soll ich, also dass man zum Beispiel Leute dort einschleust, weil gibt es dann so Videos, da zeigt man halt, dass die NASA praktisch Bilder fälscht. Ja, also ja, und das ist aber für mich kein Argument leider für eine flache Erde, weil das ist nur ein Beweis dafür, dass die NASA Bilder fälscht, mehr auch nicht, ja. Ja, nee, man Ne? muss es ja auch, man kann es ja in der freien Natur testen. Also man muss ja nicht irgendwie bei Videos gucken, sondern man kann ja selber in die Prärie gehen und kann das ja selber in Erfahrung bringen. Man muss eben nur die Krümmungsdaten sich drauf schaffen, und dann kann man das selber erkunden. Ist kein Hexenwerk. Okay. Wie gesagt, es gibt einige Dinge, sag ich mal, wirklich fraglich sind. Ich weiß, dass ich hier von meinem Standpunkt aus da drüben nach Schweden gucken kann bei wirklich gutem Wetter und das wäre mit der Krümmung nicht möglich. Aber ein Gegenargument, Refraktion ist es nicht. Refraktion macht es nicht. ein Argument dagegen wäre, was wäre, wenn die Erde einfach vielleicht Größer ist. größer ist im Durchmesser, ja, dann hast du ja auch eine andere Krümmung. Also Aber wäre sie ja auch eine dreht sich nicht. Möglichkeit, ja. Sie dreht sich nicht. Albert Einstein wurde nur aufs Parkett gebracht, wegen dem Michelson-Morley-Projekt, wegen dem Michelson-Morley-Experiment, ja, wie die per Lichtexperimenten, die Bewegung der Erde versucht haben festzustellen. Und alle, auch Foucault'sches Pendel, ich wusste nicht, ein Foucault'sches Pendel muss am Anfang angeschoben werden. Es ist für mich dadurch kompletter Humbug. Wenn ein Foucault'sches Pendel vorher angeschoben werden muss, dann ist es Quatsch. Ja, und also alle Versuche zu beweisen, dass die Erde sich bewegt, dreht, mit unfassbaren Geschwindigkeiten durchs Weltraum rast. Und du kannst hier aufs Meer gucken und du siehst an manchen Tagen ein spiegelglattes Meer. Ja, du siehst eine Sonne, die am Horizont untergeht und deren Licht sich übers ganze Meer zu dir emporstreckt, ragt. Und es geht ja auf einer gekrümmten Ebene nicht. Welcher Ozean will sich denn bitte krümmen? Das geht nicht. Wenn das Ding sich mit 1600 km/h am Äquator dreht, wo soll das Wasser? Das Wasser fliegt doch dann weg. Und die Gravitation ist dann genauso stark, dass sie die unfassbaren Meere dranhält und irgendeine kleine Libelle oder irgendwas kann da drüber fliegen, ohne runtergezogen zu werden. Also ich bin raus. Ich bin bei dem Globus-Ding komplett raus. Okay, Damit mit dem Affen ab und ich bin auch nicht auf dem Globus. ich bin zu lange raus aus dem Thema, weil das ist wirklich schon, seit wann ist das, 5, 6, 7 Jahre oder seit wann ist Ja, dieses Thema? vier, fünf würde ich mal Ja, sagen. ich habe halt den Fokus gerade auf andere Dinge, sodass ich da ein bisschen Ja. raus bin. Und für mich ist es momentan auch kein, ja, wie soll ich das sagen, ob wir nur der Welt erklären wollen, dass die Erde flach ist oder wir hier alle verarscht werden. In dem Sinne, glaube ich, kommt man mit einer Sind wir flachen da wieder Erde das bei. gleiche Thema? Ja, Ist ja ja, das ja. gleiche Thema. Wir Ja. werden verarscht, genau, mit allem. Mit allem.
Wie gesagt, deswegen kann ich mir das auch vorstellen. Also ich bin dem offen, mit guten Argumenten. Vielleicht gibt es da auch mittlerweile, ich habe das lange nicht verfolgt, bessere Argumente als zu der damaligen Zeit oder so, um mich damit Also nochmal zu. Ne? wenn Corona nicht gekommen wäre, hätte ich bestimmt schon das ein oder andere Experiment angeboten, so ein Ja. bisschen auf Show gemacht, weißt du, so ein bisschen größer mit Publikum und so, und Mhm. Aktionen, vielleicht auch mal mit Red Bull was geplant und so, aber derzeit kann man das ja nicht realisieren. Ja. Aber auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, es ist halt, also jetzt den Leuten noch zu erklären, die Erde wäre flach, ja, das würde ja den Rahmen sowieso nochmal sprengen, ja, wenn sie Ja, lass mal, die, ich bin auch, ich ne? mag die, ich habe jetzt auch selber gesagt, Flacherdler, aber die Wahrheit ist, ich glaube nicht, dass die Erde ein Globus ist. Lass es mal lieber da. Genau, die Erde Weil die ist. Leute denken immer dann Scheibe und so, das muss man alles erstmal komplett durcherklären. Die Erde ist Das ist ja. eindeutig Flohl oder Flund.